Hi Leute, hier ist wieder eure Skyrosa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Final Mix. Ja, im letzten Part haben wir die Arena des Olymp abgeschlossen, indem wir Cloud ein bisschen verprügelt haben, einen Final Fantasy Charakter mehr oder weniger, und dann halt noch Cerberus, der von Herkules schon geschwächt war, noch verprügelt haben, und jetzt dürfen wir in die nächste Welt aufbrechen, die Drei-Sterne-Welt. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ja, und wir sind jetzt mit dem Gummischiff unterwegs. Wir haben natürlich wieder auf Dauerfeuer gestellt. Und schießen natürlich die Herzlosen gleich wieder ab, wie sich das gehört. Und warum habe ich das im Dauerfeuer, obwohl es so nervig ist? Ganz einfach, Dauerfeuer erspart einem einfach nur viel Arbeit. So, ein bisschen höher. So, hier haben wir schon die ganzen Kometen kaputt gemacht. Bisschen höher. Nee, so. Bisschen runter. So, da kommen Herzlose. Ah, Mist! Verdammter. Okay, wir müssen ausweichen. Und dabei den Herzlosen natürlich nochmal schön gehörig eins mitgeben. Und vor uns bauen sich rechteckige Felsformationen auf. Ja, sehr interessant. So, wir haben ganz viel Energie und Schilde erhalten. Und was kommt jetzt? Kommt schon die Welt oder kommt noch mehr? Es kommt noch mehr. Und zwar noch mehr Herzlose und ein riesengroßer Meteorit, der hoffentlich kaputt geht und... Ach du Kacke! Na, oh Gott, wir haben es ganz knapp geschafft. Und der Himmel hat sich verändert. Er ist jetzt nicht mehr so grün-blau wie zuvor. Er ist jetzt, naja, rot. Und jetzt drehen sich auch noch die Ringe. Kacke. Ja, scheiße. Also man muss hier wirklich ein kleiner Akrobat sein mit dem Gummischiff. Das wird teilweise noch sehr lustig mit den Gummijet-Missionen, die wir ja auch alle machen müssen. Aber dafür sind wir jetzt endlich da. In der nächsten Welt. Einer mir sehr bekannten Welt. Glaubst du, wir werden hier unseren König finden, Donald? Nein, glaube nicht. Was sollte er denn hier wollen? Das Landen können wir uns sparen. Wäre bloß Zeitverschwendung. Moment mal! Vielleicht sind hier aber Riku und Kairi. Ich will runter, Donald. Ich möchte nach ihnen suchen. Unsere Mission geht vor. Wir werden ein neues Ziel anfliegen. Alter, was für eine Schweinerei. Ich will aber, dass wir hier landen. Ja, Sora, kämpfe dafür, dass wir hier landen dürfen. Kommt nicht in Frage. Doch, landen! Weiterfliegen! Landen, habe ich gesagt! Oh oh, das Gummischiff spinnt. Lass, das sind deine Finger da weg! Ich steuere den Jet! Wow, und jetzt erleben wir scheinbar eine Bruchlandung. Toll, also Donald und Sora verstehen sich nicht so gut, wie es scheint. Wo landen wir jetzt? Wir landen in einem großen Holzhaus. Und landen sollte man bitte wörtlich nehmen. Wir fliegen nämlich, wir fallen nämlich aus dem Himmel. Ja, das muss wehtun, Sora. Goofy? Ja, jetzt sind wir alleine. Da kommt was. Da kommt ein großes Tier. Und es knallt uns gegen die Wand. Und wir müssen... Binnen einer Sekunde sind wir vom Weltraum zum Kämpfen gekommen. Und jetzt... Moment, Sonic-Stoß? Das ist doch perforieren. Ja. Wahrscheinlich haben sie das nicht so gut übersetzt. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben
diesen netten kleinen Jaguar erlegt. Wir sind ziemlich K.O. und er ist ziemlich K.O. Oder auch nicht. Nein, ist er nicht. Aber da kommt jemand. Hilft uns. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Sabor. Danger. Ist er. Thank you. Thank you. What is this place? This place. Okay. Er versteht dich nicht. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Gut, dass du erstmal nachfragst. Gut, dass du erstmal nachfragst, Sora. Friends. Er versteht dich aber erstmal nicht. My friends. There's two of them. The loud one is Donna. Na, Donald eher weniger. Know what? Never mind. I'm looking for my friends Riku and Kairi. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Right. Aber da steht doch Kairi. Wieso geht sie weg? Hä? Friends. Here. Really? Ich verstehe dich weniger. Ich verstehe dich nicht. Here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Tarzan. Go. And I'm Sora. Tarzan go. Sora go go. Die beiden verstehen sich gut. Und ja, falls ihr es noch nicht rausbekommen habt, wir sind in der Welt von Tarzan. Leider das einzige Mal, dass man in diese Welt kommt in Kingdom Hearts. Und zwar zu Verschollen im Dschungel. Lag aber aufgrund... Ich glaube, dass Tarzan nicht wiederkommt, gekommen ist, lag daran, dass es Copyright gab. Und ja, da sind Donald und Goofy. I sure hope Sora's okay. Ja, hofft mal. Who needs them? We can find the king without them, huh? Ja, du meinst und ja, erschreckt euch mal gegenseitig. Oh. Ja, wem sind die beiden denn begegnet? Sieht nicht gut aus. Gut, und wohin jetzt? Okay, wir sollen da einfach runterspringen, oder wie? Ja, und hier haben wir das erste Mal, dass Leute aus der Party wechseln können, also aus der Gruppe. Ich sage gerne mal Party. Wir haben jetzt neben Sora noch Tarzan in der Gruppe. Statt Donald und Goofy, Tarzan begleitet uns. Wir können auch später Donald oder Goofy aussortieren, sage ich mal, um dann andere reinzunehmen. Und ja, was machen wir denn mit dem Fass? Zuallererst verprügeln wir das Fass. Und sehen uns hier mal ein bisschen um. Wir befinden uns hier gerade im Baumhaus. Ich möchte mich hier mal ein bisschen umsehen. Baumhaus wird später noch wichtig werden, aufgrund dessen, dass es hier manchmal seltene Herzlose gibt. Dazu komme ich aber, wenn dem so ist, wenn es soweit ist. Dazu werden wir auch ein entsprechendes Level brauchen und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber zuerst will ich mich hier umsehen. Hier war doch irgendwo eine ganz böse versteckte Truhe, oder nicht? Irgendwo war hier doch eine. Also ich weiß, in dem Boot ist eine. Die hat man in der Cutscene gesehen. Und ansonsten, wo sollte denn noch einer sein? Achso, da unten können wir uns ja erst einmal umsehen. Scheint nicht so zu sein, als wenn in den Netzen noch eine Truhe ist. Doch, da. Ich wusste doch, hier war eine.
Tarzan ist übrigens eine der Welten, die ich etwas lieber mag, aber wie ich bereits gesagt habe, Tarzan kam danach nicht wieder vor. Ich glaube, aufgrund von Copyright. Und ich glaube, sie hat auch nicht so vielen gefallen. Ich bin, glaube ich, eine der wenigen, die Tarzan wirklich gemocht haben als Welt. Warum kann ich sagen, aber erst später. Und ich würde sagen, wir springen dann erstmal runter und folgen Tarzan nach unten. Nämlich hier lang. Hier ist als allererstes mal ein Speicherpunkt. Und als nächstes können wir hier reingehen. Und dadurch werden wir eine Kleinigkeit freischalten, beziehungsweise eine Kleinigkeit machen. Wir fangen jetzt nämlich an, Äste zu rutschen. Und zwar schön im Tarzan-Style, wie man das aus dem Film kennt. Wir müssen dabei den Ästen natürlich ausweichen. Wir können auch springen, was wir auch müssen. Wir müssen auch den Ästen ausweichen, wir können auch angreifen. Dazu gibt es später auch noch ein kleines Minispiel. Oh, Kacke. Ja, wir dürfen dann natürlich nicht getroffen werden, ist klar. Natürlich verlieren wir dann auch noch HP, klasse. Tarzan macht ihn natürlich kaputt. Aber ich finde das total cool, dass man das eingebaut hat. Das war ein sehr schönes Element, wie ich finde. Deswegen mag ich die Welt auch, aber es ist auch ein bisschen nervig. Und jetzt landen wir woanders, in einem Camp. Und hier ist erst einmal eine Kiste. Was ist da? Da liegt ein Zettel auf der Kiste. Ich frage mich, was es hier gibt. Und Moment, da liegt was. Dia 4. Werden wir später wohl noch brauchen. Da oben scheint auch noch so eine Dia zu sein. Aber ich denke, wir sollten uns erstmal darum kümmern, wenn wir in dem Zelt waren. Vermutlich ist dort was. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Tarzan hat uns ja hierher gebracht. Jane. Da ist Tarzan. Nämlich jemand. Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English? Ja. Sprechen. So then, obviously you're not related to Tarzan. Hm. Are you here to study the gorillas? Highly doubtful. Zorro, Goofy, Donald. Die zwei haben Streit und dann das. A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. Gut so. Well, the more the merrier. Do make yourselves at home. Well, anyway, I'm staying. Huh? Na toll. Zorro, look what we found. Look at this. Das sieht aus wie ein Gummistein. Ja. Wollte schon sagen, das ist ein Gummistein. Das Zeug, dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff gemacht ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Wenn wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, du kannst mitkommen. Zumindest vorübergehend. Okay, wir haben ein Protes-Gummi erhalten. Und ja, jetzt können wir Donald und Goofy wieder in die Gruppe aufnehmen. Ich nehme dann Donald erstmal raus, solange er nervig ist. Bis er sich entschuldigt. Und deswegen bestätigen wir die Party, haben Goofy und Tarzan bei uns. Und wir haben hier eine Kiste. Mit Mithril-Erz. Nicht schlecht. Dann reden wir jetzt als nächstes mit Jane. Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Mit ihm zu sprechen ist immer noch nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat also vorhin in der Gorillasprache gesprochen. Richtig. Du suchst also jemanden? Ja, er sagte, Rico und Kairi seien hier. Aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns der Projektor hier weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias. Vielleicht trifft eins davon dieses Wort. Oh, wo sind denn alle Dias hin? Ja, das ist zum Beispiel die Dia 4, die wir gefunden haben. Wir müssen jetzt nämlich diese Dias finden. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 Stück. Wir müssen alle aufgabeln. Achso, und der andere da ist Clayton. Also eigentlich ist Jane ja hier, weil sie die Gorillas erforschen wollen, aber Clayton will sie scheinbar jagen.
Finde ich nicht so toll, was der Clayton davor hat. Oh, da ist ein Globus. Anleitung zur Herstellung von Äther. Zutaten hinzugeben und kühlen. Okay. Ah, hier ist die Dia Nummer 6. Und hier oben ist noch eine Dia Nummer 1. Im Übrigen, diese Dias sind alle über das Camp verstreut, mehr oder weniger. Das heißt, man kann sie alle ganz leicht finden. Dia 5 erhalten. So, dann fehlt uns jetzt nur noch Dia 2 und Dia 3. Die müssten hier auch irgendwo sein. Da oben vielleicht? Nee, nicht wirklich. Hm, was ist denn da? Heben wir es mal hoch und werfen es. Vielleicht kommen wir jetzt hier hoch. Nein, hier ist zum Beispiel keine Dia. In der Wäscheleine auch nicht, oder? Anleitung zur Herstellung von Äther 1. Zutaten, eine Potion. Okay, das scheint wohl noch ein bisschen wichtiger zu sein. Wir können hier wohl selber unsere Sachen kochen. Interessant. Können wir nachher mal versuchen. Oder in einem anderen Part. Und Herr Clayton, was haben Sie uns zu sagen? Ich heiße Clayton. Ich bin Jäger. Kein Forscher. Du mich auch. Was ist in der Uhr? Kochrezept 1. Ofen anmachen, die Finger nicht verbrennen. Okay. Was ist, wenn ich die Uhr haue? Scheinbar treffe ich die Uhr nicht wirklich. Na gut. Mal sehen. Ach so, hier hinten können wir ja noch mal schauen, ob hier noch eine Dia ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube weniger. Ach doch, da. Da müsste Dia Nummer 2 sein. Gut. Mal sehen, haben wir jetzt alle? In der Truhe. Dia 1, 2, 4, 5 und 6. Heißt, uns fehlt noch Dia 3. Die müsste ja auch irgendwo noch sein. Ach so, ja, hier ist jetzt eine Triotech. Die können wir natürlich nicht auslösen. Die können wir erst auslösen, wenn wir Donald wieder in der Gruppe haben und Dia 3 erhalten. Na gut, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part fürs Erste. Und dann im nächsten Part werden wir uns die Dias ansehen. Vielleicht finden wir so ein bisschen mehr heraus, was wir tun können. Und können dann vielleicht auch noch ein bisschen was anderes machen. Ich würde von daher sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.